So, willkommen zu einem Vlog zusammen mit dem Porsche-Logo hier. Moin. Ich bin bei Paul und ich dachte mir, ich mache mal einen Vlog. Und normalerweise startet man doch Vlogs immer um 7:15. Kann man nicht sagen. Ja gut, und wir dachten uns, wir starten den Vlog halt um 7:15. Heute haben wir auch eh nichts groß gemacht. Ich war mit dem Porsche-Logo hier in Hagen. Wir haben Eis bei McDonald's gegessen. Premium-Eis, also nur ich, aber er hatte 20 Cheeseburger oder so. Spaß, was ich. Zwei Hamburger. Wo ist der Unterschied? Das ist ja recht. Wir sind uns ja etwas fasziniert. Wir sind deutsch. Der Tag ist noch jung. Wir werden wahrscheinlich noch so 40 Stunden wach sein. Würde ich mal tippen. Ja, wir werden sehen, was wir jetzt machen. Vielleicht werdet ihr es auch nicht sehen. Man weiß es. Deine Meinung? Läuft auf jeden Fall. Wir hören euch schon mal an. Ich weiß nicht, wie ich mich zensiere. Das Ding Porsche. Logo oder ein Dildo, falls ich kein passendes Porsche-Logo finde, werde ich spontan entscheiden. Kannst du eigentlich was das ist? Sieht nach einer Boje aus, könnte aber auch keine sein. Wir werden es niemals rausfinden, würde ich mal behaupten. Sieht hier schon ziemlich sick aus. Na ernsthaft, die Landschaft ist echt ziemlich geil. Ich finde es immer noch abzocke, dass hier an der Talsperre gar kein Wasser ist. Welcher besoffene Architekt war hier am Werk? Pfeifert. So, wir haben uns hier jetzt eine entspannte Pizza geholt. Paul, was hast du? Salami. Nice, ich habe auch Salami. Zufall, ha? Zufall? Ja, klar. Klar, Zufall, gut. Im Zufallsgenerator zufällig generiert. Ja, klar. Zufälle sind immer zufällig im Zufallsgenerator. Aber du Zufall. Kannst das berechnen, oder? Klar, 1 plus 1 ist 17. Habe ich das richtig gesehen? Richtig, ja. Ja, top, gut. Wir essen hier jetzt, dann keine Ahnung. Auf jeden Fall, ihr werdet ja noch sehen, was wir machen. Also ich meine, den Vlog, den man 7 Uhr anfängt, der wird schon vielversprechend. Aber der Plan ist ja noch 40 Stunden wach zu bleiben, also haben wir noch genug Zeit. Jetzt noch. Ja. Dann haben wir 8. Ja, wir werden sehen, ob es klappt. 200.000 Likes, schaffen wir das. Bei 200.000 Likes bleibe ich 2 Wochen da. Spaß, aber eine Woche bleibe ich wach. Ja, nice, let's go. So, wir sitzen jetzt mit der Pizza. Paul, deine Meinung? Mashallah sogar. Hm. Gut, Monte findet das definitiv. Korrekt, Digga. Moin. Wollte mich nur noch mal eben melden. Es gibt wieder ein neues Video. Beziehungsweise ist ein neues Video online, oder? Seit? Mhm. Einer Stunde. Eine halbe 20 Stunde. Sekunden. Null, 20 Sekunden. Und das ist wie Donnerschlag an einem Sommertag, kann man schon sagen, oder? Ja. Das ist ein absolut geiles Video. Nicht für uns, aber die Gegner, weil die komplett anhatten. Schaut mal rein, wenn ihr Bock habt. Und wenn nicht, dann schaut auch rein, einfach für die Klicks. Und wir gönnen uns hier gerade eine Pizza, die... zweite heute? Die erste heute? Weißt du. Zweite heute? Wir hatten heute Morgen Pizza. Stimmt, die zweite. Die zweite und heute Abend kommt die dritte. Also heute Abend, heute dreimal Pizza. Und Rinje ballert. So, ich schaue mir jetzt hier gerade ein paar der Drohnen-Shots von heute durch. Solltet ihr schon kennen. Und Paul da hinten, der macht noch ein Matchmaking. Keine Ahnung, lässt sich da cheaten. Warum auch mal eine App freiwillig macht. Stimmt, wir müssen ja auch Updates machen. Du hast gegen den Wind gespuckt, du Affe. Ich hab was abbekommen. Ja, weil es regnet. Das war mehr als Regen. Ja, das ist ja immer ein bisschen viel Regen abbekommen. Ich habe sogar in die Richtung und nach unten gespuckt. Wir laufen hier gerade einfach durch die Gegend. Ja. Ich mach das gerne. Sie haben mich damals bei den Lamas vergessen. Im Kindergarten. Weißt du noch? Oskar, die immer in diesen einen Zoo, den Lehrer gedroht haben, den in diesen Zoo zu schicken, weil er alle angespuckt hat. Im Kindergarten. Und wir dachten, das würde wirklich stimmen. Kann ich echt an keinen Oscar mehr im Kindergarten erinnern? Den Oscar kannten wir sogar danach, glaube ich, noch. Oscar. Kann sein, keine Ahnung. Der ist ein Hurensohn. Bis heute. Keine Ahnung, aber es war ein Spasti. Paul, wo soll's hingehen? Norderney. Alles klar, Leute, wir sind gerade auf dem Weg nach Norderney. Hässliche Insel, kann ich keinem empfehlen. Fahrt lieber nach Pakistan. Das soll schöner sein. Oder?
Ja. Leute, seht ihr dieses rote da? Ette da. Das Ette da, ja. Seht ihr das Ette da? Überwachungskameras. Also Leute, kann mal den Überwachungskameras das Nettes in die Kommentare schreiben. Beim Autofokus, dass er ein Hurensohn ist am besten. Also Leute, das ist die Kamera, mit der ich den Vlog filme, die Sicherheitskamera. Ich werde mir da einfach die Aufnahmen von ziehen. Also Leute, lasst der mal ein Like da. Paul, brauchst du einen Schreibtischstuhl? Brauche ich eigentlich echt nur einen zweiten. Leute, falls jemand einen Schreibtischstuhl braucht, schreibt die 110 rein. Leute, falls jemand einen Schreibtischstuhl braucht, ich glaube, wir machen ein Giveaway. Wir Giveaway in den Schreibtischstuhl. Was hältst du davon? Ja, machen wir. Leute, Schreibtischstuhl-Giveaway. Schreibt Hashtag Schreibtischstuhl in die Kommentare. Like das Video, abonniert mich. Dann könnt ihr so einen Premium-Schreibtischstuhl im Nu gewinnen. Oder Hashtag TikTok-Decken. Auch gut. Deutschland. Der Ausblick? Also mal ernsthaft, das sieht geil aus. Könnte ich mich sogar dran gewöhnen. Yeah, this for the best times, this for the worst times, and you know. Life is what you make it. This for the last time, this for the next time, and you know. Time ain't never wasted, yeah. Oh, shit, This is the best time, there might be a next time. So just be happy or breathe. Leute, mir ist irgendwann aufgefallen, dass ich nie ein Outro für diesen Vlog aufgenommen habe. Ich dachte mir irgendwie, ein Outro wäre jetzt gar nicht mal so eine schlechte Idee. Daher, Leute, tut mir gerade bei diesem Video den Gefallen. Schreibt mir in die Kommentare, was schon gut war und was ich im nächsten Vlog besser machen kann. Daher wäre das einfach mal sehr interessant für mich zu wissen, dass ich den nächsten Vlog geiler machen kann als diesen. Das ist gerade bei den Vlogs immer der Anspruch für mich, es beim nächsten Mal besser zu machen als beim letzten Mal. Und ich habe so unglaublich viel Zeit und Arbeit in diesen Vlog gesteckt, die ganze Zeit was auf Pause und mein Gesicht zu tracken. Daher würdet ihr mir eine Riesenfreude machen, wenn ihr halt was Nettes in die Kommentare schreibt. Und wenn ihr keine Tipps habt, was ich besser machen kann, dann schreibt einfach zum Beispiel, dass es euch gefallen hat, wenn es euch gefallen hat. Und schreibt mir, ob ihr mehr Vlogs sehen wollt oder ob ich das mal lieber sein lassen sollte. Das würde mich sehr freuen und es würde dem Video helfen, im Algorithmus etwas besser gerankt zu werden. Dass das Ganze mehr Leute sehen und dass mir mehr Leute schreiben können, was ich besser machen kann, damit die Videos geiler werden. Dann würde ich sagen, ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, dann zeigt es mir sehr gerne mit einem Like. Abonniert mich, wenn ihr das noch nicht getan habt und aktiviert die Glocke, um keinen Stuff zu verpassen. Wie gesagt, schreibt einen netten Kommentar, schreibt mir, was ich besser machen kann, würde mich krass supporten. Checkt auch meine anderen Socials aus, mein Twitch, Twitter und mein Instagram, das ist alles unten in der Beschreibung verlinkt. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat und ich hoffe, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, ciao! This for the best times, this for the worst times, and you know. Life is what you make it. This for the last time, this for the next time, and you know. Time may never waste it. This for the best times, this for the worst times, and you know. Life is what you make it. This for the last time, this for the next time, and you know.